Hallo und herzlich willkommen zurück bei Warhammer 40.000 Space Marine. Nicht mehr lange bis zum zweiten Teil. Und ich weiß nicht, wie lange dieser Teil noch geht. Gucken wir mal. Lassen wir uns überraschen. Bis jetzt ist die Geschichte ja relativ interessant. Ich traue dem Inquisitor immer weniger. Dem traue ich jetzt sogar zu, dass er zu einem Dämonenprinzen geht. So. Nein, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das Chaos hier überhaupt wirklich eine Rolle spielt. Ich weiß, es sind Orks halt. Ich weiß, im zweiten Teil sind Tyranniden. Ob das Chaos mit von der Partie ist, keine Ahnung. Blub, blub. Wir sollen also eine Transportmöglichkeit zum Labor ausfinden. Dafür müssen wir wieder zu den Soldaten zurück. Sir, ich kann die Versorgungsposten 6 und 8 nicht erreichen. Offensichtlich down. Klingt als hätte er was Großes. Ja, die wehren sich ja gut. Leute, sagt danke, wir gehen weiter. Steht noch einer? Inquisitor Drogan lebt. Kaum zu glauben, dass wir das überlebt haben. Ah, okay. Musst du unten eintöten. Inquisitor, Ihre Wunde bremst uns. Ich schaff das schon. Brüder, bringen Sie ihn zu den Valkyren. Ich lenke die Orks ab, wir treffen uns dort. Dann geben Sie die Energiequelle dem Sergeant, Captain. Nein, Drogan. Der Ork-Häuptling wollte die Energiequelle. Wenn die Orks sehen, dass ich sie habe und nicht sie, werden sie mir folgen. Abrücken. Wo geht es zum Sammelpunkt, Soldat? Bastion Primus ist dort entlang, mein Lord. Na dann, lenken wir sie mal auf uns. Ein Hammer! Ne, ein Sprungmodul. Ich dachte, es wäre der Energiehammer statt der Axt. Naja, gut. Ah, beides. Okay, Energiehammer. Der mächtige Hammer ist die seltenste Nahkampfwaffe der Space Marines. Mit jedem Einsatz wird ein gewaltiger Schlag aus dem eigenen Energiefeld des Hammers entladen. Die Fernkampfwaffen sind auf Pistole und Bolter beschränkt, wenn der Hammer benutzt wird. Ist okay. Ja. Und jetzt ein paar Orknester ausnehmen. Schwung! Schwung! So, er will Orknester ausnehmen, aber dafür müsste ich jetzt wissen, wo ich hinspringen soll. Willkommen im Evakuierungszentrum Omega. Sie erhalten Wasser und Nahrungsration. Sie werden vor rauem Wetter geschützt. Munition. Ich weiß noch nicht, ob ich das gut finde, dass ich dann jetzt nur Bolter und Plasma-Pistole habe.
Aber ich verzichte ja effektiv nur auf Scharfschützengewehr, denn die der Ladungswerfer, ihr Vergelterwerfer, den finde ich ja sowieso doof. Oh ja. Okay. Ich finde es gut. Ja, dann hau ihn halt so. Du wirst sterben, Barry. Nein? Zumindest nicht vor dir. Was auch immer Sie tun, Captain, machen Sie weiter. Die Grünhäute schwärmen zu Ihnen und machen unseren Weg frei. Spielte den nicht ab. Den abspielen, Audiolog. Inquisitorenbericht 5. An Lord Sharp. Er spielt ihn nur ab, wenn ich im Dings bin. Na, dann. An Lord Sharp. Die Waffe funktioniert. Die Integration der Energiequelle macht die Waffe vernichtender, als ich mir vorstellen konnte. Mein Lord, ich glaube, dass diese Waffe, diese Psi-Geißel, die Bedrohung durch Aliens für immer beenden könnte. Xenos, nicht Aliens. Hat er nicht vorhin gesagt, die wurde auch nicht getestet? Wer weiß denn, dass die funktioniert? Ui. Okay, da ist ein psionischer Ork offensichtlich im Weg. Das ist den ruhig. Jedenfalls. Aber den Psy-Ork aber weg. Da ist irgendwo noch ein Raketenwerfer. Oder auch nicht. Jetzt kann ich da durch, okay. Ach, knappig. War auch schön, dass die einfach mal ihre Kapseln pro forma irgendwo hinschmeißen mit Ausrüstung. In der Hoffnung, dass wir da irgendwie vorbeikommen. Weiß ich nicht. Klingt auf jeden Fall ein bisschen falsch. Stein ist ein Servitorschädel. Ich sehe das rote Blinken. Kodierte Aufzeichnung. Autorisierung Drogan, Inquisitor Ordo Xenos. Ich bin nach Graia gekommen, um meine Forschungen zu beginnen. Diese Arbeit könnte den Verlauf der Geschichte ändern. Ich wäre ein Narr, nichts aufzuzeichnen. Das Imperium darf nicht vergessen, was ich getan habe. Doch das Journal bleibt bis zu meinem Tod. Denn ich sage Wahrheiten, die mich verdammen.
nein, echt jetzt? Ende der Dienst. Na! Da habe ich mich hinreißen lassen. Boah, ist die Frage. Mein Unterschied macht vom, wo ich komme. Ja, es macht einen leichten Unterschied. Bleiben Sie in Bewegung, Beschuss durch Wummen. Aus zu weichen, wie auch immer. Ich bin ein Instrument des Willens des Imperators. Und jetzt zeigen Sie mir die nächste Ansammlung von Orks. Okay. Ja, mein Lord. Masis Plaza ist hinter diesem Wohnkomplex. Dort wimmelt es von den Biestern. Nicht mehr lange. Mach drauf. Gut. Nicht mehr lange, sagt er. Selbstvertrauen hat er. Wundert mich jetzt nicht, ist ein Space Marine. Aber trotzdem. Wir sind in Sichtweite der imperialen Bastion. Das ist gut, glaube ich. Steht aber mächtig bei der Boom. Das war nur, um schneller vorwärts zu kommen. Schön.
Zufällig genau jetzt war das. Hier ist Kommando Primus. Da sind Orks im Umfeld. Auf die sekundären Verteidigungsstellungen. Linie halten. Hey, mach das schon. Willkommen in Bastion Primus, Captain. Sergeant Sidonus hat mir vom Inquisitor und seiner Untergangswaffe berichtet. Er sagte, sie brauchen einen Lufttransport zur Kalkis-Einrichtung. Mit ihren Walküren erreicht man sie am schnellsten. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ihre Männer sind bereits an Bord der Walküre und die Schwadron ist bereit abzuheben. Wir bringen sie schnellstens nach Kalkis. Zeit, dass die imperiale Armee den Kampf gegen die Orks aufnimmt. Na dann. Teil 3, die Waffe. Piloten, hier spricht Leutnant Mira an Bord von Walküre 1. Gut aufpassen, Orks im Anflug. Captain Titus, ich brauche einen Schützen an dem schweren Bolter. Na komm, machen wir das noch. Da kommen Sie hier zum Steuerbord. Todes, okay. Bitte kommen, Leutnant. Walküre 2 abgestürzt. Brauche sofortigen Transport. Wir sind im Anflug, Captain. Hey, ich will eigentlich, würde ich jetzt die Folge ganz gerne, wollte ich sie beenden, ja? Oh, ich habe meinen Hammer verloren und meine Axt. Jetzt habe ich wieder das Schwert nur. Da kommt noch mehr. Ich kann die Folge nicht beenden, solange ich noch kämpfe. Thank you.
wohl nicht, Kollege. Haben wir es jetzt? Ja, dann wird die Folge jetzt nochmal wieder ein bisschen länger. Aber solange ich kämpfe, werde ich die Folge nicht beenden. Nehmen wir das mal als kleines Schmankerl. Viel Glück, Leutnant. Jetzt quatschen die mich da bestimmt auch wieder voll, oder? Wo ist es? Das Gerät ist in Sicherheit, Drogan. Worauf warten Sie da noch? Keine weiteren Verzögerungen. Ja, Inquisitor, alles in Ordnung? Ja, kommen Sie. Keine Zeit zu verlieren. Ich traue immer weniger. Gut, aber bei euch bedanke ich mich jetzt und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank und bis dahin. Euer Staffel.